Hallöchen, heute möchte ich euch ein paar Bücher zeigen, ein paar viele, die ich angefangen habe 2017, aber jetzt mitgenommen habe in das Jahr 2018. Und die möchte ich natürlich 2018 gerne lesen. Ihr könnt euch vielleicht auch denken, dass ich auch noch ein paar Bücher angefangen habe 2017, aber nicht kurz vorher, vor dem Jahreswechsel. Dementsprechend sind die jetzt nicht in diesem Video. Die möchte ich aber irgendwie auch noch lesen. Kommen wir ein anderes Mal dazu. Jetzt ist es auf jeden Fall schon ein riesengroßer Stapel. Ich möchte euch kurz einen Überblick darüber geben, was ich vielleicht im Januar 2018 beenden möchte. Und mal gucken, was ich davon auch schaffe. Werdet ihr dann natürlich im Lesemonat sehen, aber ich zeige euch jetzt erstmal, was hier so alles vor mir liegt. Zum einen kann ich euch meinen Tolino hochhalten. Da bin ich irgendwie erst vor ein paar Tagen wieder drauf gekommen, dass ich den ja irgendwie noch mit einem ungelesenen, also komplett ungelesenen E-Book drauf rumliegen habe. Könnte ich ja eigentlich mal lesen. Da drauf ist von Julia Karstein, Liebe kann man nicht googeln. Und das Buch, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich als E-Book, weil ich das Cover nicht so schön finde. Ich hoffe, das nimmt mir jetzt niemand übel, aber ja, mir persönlich gefällt das Cover nicht wirklich, deswegen habe ich es als E-Book. Ich habe noch nicht viel davon gelesen, aber vielleicht komme ich ja in der nächsten Zeit mal wieder dazu und ja, lese noch dieses E-Book. Dann als letztes frisch begonnen habe ich von Nicole Walter Regenbogentänzer. Ein wunderschönes, buntes Cover. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gut rauskommt. Auch hinten drauf. Und ich habe ganz spontan dazu gegriffen. Es geht um Milena. Sie möchte eigentlich tanzen, doch die Karriere ist von einem Tag auf den anderen vorbei, denn ich glaube, sie verstaucht sich den Fuß oder irgendwas dergleichen. Daraufhin zerbricht ihr Lebenstraum. Das heißt, sie weiß eigentlich so gar nicht, wie sie weiterleben soll. Und auf einer Brücke trifft sie dann einen Mann, der sich augenscheinlich in die Tiefe stürzen will. Sie rettet ihn dann und bringt ihn zurück zum Regenbogenhaus. Dann steht hier hinten so schön drauf: Hier wohnen Menschen, die allein nicht in der Welt zurechtkommen und die doch oft am besten wissen, was wirklich zählt. Wird Milena von ihnen lernen können, ihrem Leben wieder einen Sinn zu geben? Dieses ab und zu mal straucheln, mal verheddern, mal fast fallen, aber doch wieder aufrappeln. Gerade dieses ganz besondere Menschen finde ich sehr schön, dieses Thema. Bin gespannt, wie das noch weitergeht. Also, ich muss auch gestehen, das ist ein Buch, das ich seit langem mal wieder in die Hand genommen habe und gedacht hatte, so, es fühlt sich wieder richtig wie ein Buch an. Also, es war für mich so, ach, Buch. Und ich muss auch gestehen, ich bin ja in manchen Dingen ein bisschen merkwürdig. Ich finde, es riecht auch wie ein Buch. Mag für den einen oder anderen komisch klingen, aber es, ja, manche Bücher heutzutage, finde ich, riechen nicht mehr nach Buch und das riecht noch nach Buch. Hier hatte ich, wie ihr sehen könnt, an einem gelben Zettel kein Lesezeichen zur Hand. Tragisch, dass mir das passieren musste, aber ja, ist eben so. Das habt ihr, glaube ich, schon im Once Upon a Time für den Dezember gesehen. Das heißt, ja, das taucht jetzt wieder auf, denn ich habe es begonnen, aber nicht beendet. Wie weit bin ich denn? Ungefähr ein Drittel habe ich gelesen. Ist auch relativ viel, da es ein bisschen dicker ist als das erste Buch von Matt Haig, erste Weihnachtskinderbuch von Matt Haig, A Boy Called Christmas. Das ist The Girl Who Saved Christmas und bin sehr gespannt, wie es noch weitergeht. Ich lese noch nicht so schnell im Englischen, dann greife ich manchmal nicht so gerne dazu. Eigentlich total blöd, aber ja, so ein paar ruhige Abende werden bestimmt noch kommen und dann schnappe ich mir wieder und werde es bestimmt noch jetzt im Januar lesen. Denn ich bin schon richtig begeistert davon. Es ist so toll und auch so tolle Zeichnungen drin. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, schnappt es euch. Ich finde, so ein Buch ist es auch auf jeden Fall wert mit dem glänzend glitzernden Umschlag. Als Hardcover könnte ein Kinderbuch Weihnachtsklassiker werden. Also für mich ist es das Gefühl schon, auch wenn ich es noch gar nicht ganz gelesen habe. Dann auch bestimmt schon gezeigt im Dezember, glaube ich jedenfalls, die Brautprinzessin von William Goldman. Es geht um ein Abenteuer und zwar quasi ein Märchen von Morgenstern. Ist das Morgenstern? Ich glaube Morgenstern. Ich fand bisher den Vorspann, Vorwort, Prolog, den Prolog am spannendsten, am witzigsten, unterhaltsamsten geschrieben. Dennoch irgendwie interessant, ein bisschen zu Fantasy für meinen grundsätzlichen Lesegeschmack. Dementsprechend mal schauen, dass ich mich da nochmal reinfinden kann und auch weiterlesen kann. Eine wunderschöne, genau, erzählt mir die Geschichte der wunderschönen Butterblume und des Stalljungen Wesley, der unsterblich in sie verliebt ist. Bedroht wird ihre Liebe durch Prinz Humperdick Dink, seine Ritter und Spione. Ich möchte es eigentlich ganz gerne lesen, denn irgendwie habe ich da schon noch Lust drauf. Auch schon vermutlich mehrfach in die Kamera gehalten, ich weiß gar nicht wie oft, von Renate Wind, dem Rad in die Speichen fallen, die Lebensgeschichte des Dietrich Bonhoeffer. Ich habe, wie schon mehrfach erwähnt, die Brief
Liebesbriefkorrespondenz zwischen Maria von Wedemeyer, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und Dietrich Bonhoeffer gelesen, das Buch darüber, und wollte dann eben auch noch mein Abiturbuch. Also passend zum Dietrich Bonhoeffer Gymnasium, auf dem ich war, haben wir das hier als Geschenk gekriegt zu unserem Abitur. Wollte ich das unbedingt lesen und werde das auch noch tun. Es ist nur gerade nicht so das Spannende. Ich muss mich, glaube ich, wieder reinfinden in die Geschichte. Mal gucken. So, gerade mal die ersten paar Seiten habe ich in diesem Buch hier gelesen von Ornur Jons Lothir. Ich kann den Namen leider nicht aussprechen. Ich sollte es endlich zu Ende lesen, dann muss ich es nicht mehr so oft sagen. Wege, die das Leben geht. Seite 18 von ca. 470 Seiten. Erfolgreich, würde ich mal sagen. Ich glaube, auch die ersten Seiten werde ich dann nochmal lesen, wenn ich in diesem Buch weiterlese. Vielleicht lege ich es auch erstmal zur Seite und lese ein paar andere zu Ende, damit ich irgendwie vorankomme. Sonst habe ich das Gefühl, ich trete nur auf der Stelle. Das hilft mir nicht weiter. Es geht wohl um drei Generationen, drei Frauen und einen Sommer, der alles entscheidet. Recht viel mehr kann ich euch darüber noch nicht erzählen. Es geht weiter mit John Grisham, der Gefangene. Dieses Buch habe ich bei meinen Eltern im Regal entdeckt und habe gemerkt so, oh, wusste gar nicht, dass das existiert, beziehungsweise auch nicht, dass das einzige Sachbuch ist von John Grisham. Und zwar geht es um einen Mord in, der Ort heißt irgendwas mit A, Ada. Ah ja, zu kurz, um sich zu merken. Ada. Dort passiert ein Mord einer jungen Frau, Anfang 20, und es kommen verschiedene Menschen in Verdacht. Gerade so dieser Mord, wie der passiert ist, beziehungsweise was vorher abgelaufen ist, wie diese Frau war, die Beschreibung von ein paar Verdächtigen, auch Vergangenheit dieser Verdächtigen, wird am Anfang vorgenommen. Und gerade mal auf Seite 30 bin ich da gelandet. Grundsätzlich sehr spannend, ein bisschen als würde man sich so einen Bericht anschauen über von Aktenzeichen XY ungelöst oder dergleichen. Also so ein bisschen in der Manier wird es erzählt. Und ich ja, finde es spannend, weil hier geht es wohl auch darum, dass dann derjenige, der in der Todeszelle sitzt oder der dafür verantwortlich gemacht wird, umgebracht werden soll. Das heißt, da entsteht da so ein gewisser Wettlauf gegen die Zeit. Und dann steht hier auch noch, ist die wahre Geschichte eines unbegreiflichen Justizskandals aus der Feder des bekanntesten und erfolgreichsten Thriller-Autors unserer Zeit. Mal gucken, wann ich wieder auf das Blutige Lust habe. Aber wie gesagt, trotzdem irgendwie spannend, weil es so versucht, so möglichst sachlich, genau, dezidiert, so stichhaltig, so ganz präzise zu erzählen. Ein Herzensbuch, jetzt schon. Auch wenn ich es noch gar nicht so weit gelesen habe. Ich habe mir nicht mal ein Lesezeichen rein, sehe ich gerade. Sehr erfolgreich, Frau Anja. Ja, es dreht sich um Laura Marlina Seilers Werk bzw. Bestseller Mögest du glücklich sein. Entdecke dein höheres Selbst und verbinde dich mit deiner inneren Kraft. Ich bin auf Laura Marlina Seiler gestoßen. Ich kann euch nicht mehr sagen, wie, wieso, weshalb und wann, aber ich bin über ihre Videos auf YouTube auf sie gestoßen. Letztendlich sind es Podcasts, das heißt, man sieht sie nicht oder nur wenig. Man sieht sie häufiger bei Interviews, bei denen sie war. Sie schafft es, mich zumindest zu begeistern mit ihren Worten. Sie hat eine angenehme Stimme. Sie schafft es auch, mit ihren Meditationen mich zu begeistern. Und ich mache die unglaublich gerne. Deshalb bin ich sehr gespannt, was dieses Buch noch für mich bereithält. Ich habe eigentlich das erste Kapitel schon gelesen, ohne Lesezeichen anscheinend. Bin auch gespannt, wie sie das in schriftlicher Form noch wiedergibt. Angeblich soll es nichts Neues sein. Wenn man alle ihre Videos kennt, kenne ich noch nicht. Deshalb bin ich gespannt. Und auch im Lesen ist manchmal noch was anderes. Zu guter Letzt noch zwei dicke Klopper. Vor allem schwere Bücher aufgrund der Machart. Das eine ist nur ein Rezeptbuch, deswegen zeige ich das jetzt nicht genauer. Erst wenn ich da weiter was zu sagen kann. Und zwar dieses Fachbuch. China Study ist ein Buch über die, wie es draufsteht, China Study. Colin Campbell und Thomas Campbell. Thomas ist, glaube ich, der Sohn von Colin, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall geht es eigentlich um die Studie von Campbell und von... Ich habe den Film gesehen, aber ich weiß leider den Namen nicht mehr. Mir fällt er bestimmt wieder ein. Es geht um die pflanzenbasierte Ernährung und ihre wissenschaftliche Begründung bzw. die Bindung zwischen Ernährung und Erkrankung, heißt Gesundheit. Sprich, wir können unsere Gesundheit stark beeinflussen mit unserer Ernährung. Pflanzenbasierte Ernährung, da denkt ihr euch, hä, was will die uns denn jetzt sagen? Es geht im Unklartext zu sprechen und in den Worten, die jeder auf jeden Fall versteht, um vegane Ernährung. Diese Challenge, die wurde durchgeführt, ist leider viel zu unbekannt, wie ich finde, vor allem unter Medizinern, denn das sind Fachleute, die diese Studie gemacht haben. Es ist nicht so, dass irgendjemand daherkam und irgendwas behauptet. Es ist auch nicht so, dass irgendjemand meint, er stellt sich vor eine Kamera und er ruft auf und er ist ein Rebell und er möchte alle
Missionieren? Nein, es sind einfach Fachleute, Wissenschaftler, die etwas begründet haben und das ist wundervoll. Ich finde eine Bereicherung für unser Wissen. Und ich bin noch nicht besonders weit, denn diese Seiten, dieses Mal noch eine Grafik mit dabei, aber ansonsten immer zweispaltig und einfach Fachwissen, das sehr komprimiert irgendwo ist, obwohl es eben so viele Seiten hat. Und ich habe schon an zwei Stellen reingelesen, also ich bin gespannt, was noch dahinter steckt. Ich werde definitiv ein Video dazu machen und auch noch weiterhin Richtung veganer Ernährung. Ihr könnt es davon denken und halten, was ihr wollt. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr mögt, unter den Kommentaren, unter dem Video, in den Kommentaren eure Meinung dazu kundtun. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Bitte bleibt aber sachlich und seid nicht beleidigend. Ich finde, Ernährung ist noch immer jedem seine eigene Entscheidung. Jeder, wie er sich ernähren möchte. Ich finde es eben nur spannend, mich darüber zu informieren, was macht die Ernährung mit uns und wie kann die unser Leben verändern, beeinflussen und vielleicht auch verbessern. Passend dazu gibt es eben auch noch ein Kochbuch oder ein Rezeptebuch. Und da steht auch drauf, das Kochbuch zur China Study sieht relativ klein aus, sind aber über 400 Rezepte und in verschiedene Kategorien aufgeteilt, auch mit ein paar ansprechenden Fotos darin. Die Rezepte sind dann eher ohne Fotos. Ja, das eine oder andere werde ich garantiert ausprobieren. Manchmal passen mir die Zutaten nicht so ganz, denn es wird doch auch öfter mal Soja verwendet. Da bin ich jetzt persönlich weniger Freund davon. Trotzdem bin ich gespannt und werde definitiv mir da immer wieder Inspirationen daraus holen, denn die Rezepte sind auch so aufgemacht, dass man sich ausgewogen ernährt. Das heißt, dass man bei veganer Ernährung darauf achtet, dass man auch verschiedene Komponenten mit dabei hat, verschiedene Nährstoffe, Vitamine zu sich nimmt, Spurenelemente, Mineralien und sich damit quasi schützt und stärkt. So, jetzt wisst ihr, was so vor mir liegt an Lesestoff. Es ist einiges und es werden sich garantiert auch wieder einige Bücher dazwischen schummeln oder vielleicht auch noch Bücher, die ich schon viel früher angefangen habe und jetzt zu Ende lesen möchte. Ich bin gespannt, was die nächste Zeit bringt mit diesen Büchern. Ich bin auch gespannt, wie sie mir gefallen werden und dementsprechend heute kein neues Ziehen von einem Buch aus meinem Glas. Falls ihr das vermisst, es wird garantiert wieder kommen, aber dazu muss ich dieses Glas aktualisieren. Und ich muss erstmal ein paar von den angefangenen, diesem angekratzten Stapel wieder lesen. Falls es euch nochmal interessiert, hier noch meine aktuelle Zahl von meinem Sub. Es müssten so um die 250, 55 sein. Ich wollte eigentlich unter die 250 noch kommen, habe ich nicht geschafft, ist aber auch nicht tragisch. Ich weiß, es wird 2018 etwas weniger werden, darauf vertraue ich und das finde ich schön, solange immer gute Bücher mit dabei sind. Und ich denke, das muss ich euch fast nicht wünschen, gute Bücher, die werden von alleine kommen. Wenn man gerne liest, kommen die ab und zu einfach so und sind ein Geschenk. Deswegen wünsche ich euch ansonsten alles Gute, vor allem für den Januar und auch für die weiteren Monate in diesem Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Ihr schreibt mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!